Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie vielleicht viele von Ihnen wissen, bin ich ein Kind des Bayerischen Waldes. Und deswegen liegt mir, der ländliche Raum genauso nahe wie meinem Kollegen von der Küste oben. Und natürlich auch, weil ich SPD-Politiker bin. Politikerin, muss man dann korrekt sagen, gegendert. Gegendert, genau. Ich finde, die Menschen, die im ländlichen Raum leben, haben es verdient, dass wir ihre Zukunft attraktiv gestalten. Wir haben uns dafür langfristige Ziele gesteckt. Die ländliche Entwicklung muss gefördert werden, damit wir auch die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft erhalten können. Wir brauchen eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen. Die Wirtschaftskraft muss in der Region gehalten werden und nicht zuletzt auch den Erhalt der schönen Kulturlandschaft, wie bei mir im Bayerischen Wald, dessen Aufgabe ja die Landwirtschaft übernimmt. Der Weg dazu: Wir brauchen eine bessere Ausstattung der zweiten Säule. Damit können wir den ökologischen Landbau ausweiten, die Umweltleistungen der Landwirte honorieren, tiergerechte Haltung fördern und auch viele Klimaschutzmaßnahmen in Angriff nehmen. Damit verfolgen wir das Ziel öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Unser Beispiel könnte dabei Österreich sein. Die haben im Verhältnis 700 Millionen in der ersten Säule, 1,3 Milliarden in der zweiten Säule. Und ich glaube, da ist die Forderung, die ich jetzt stelle, 30% in die zweite Säule zu verlagern, eigentlich nicht großspurig. Die SPD hat zahlreiche Forderungen im Bereich des ländlichen Räume gestellt. Bestandteil des ländlichen Raums ist natürlich die Land- und Forstwirtschaft, die 80% der Fläche Deutschlands ja mitprägt. Wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft mit hofnahen Kreisläufen, eingebunden in die Regionen und Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen. Durch die Verknüpfung von Ökolandbau und Regionalvermarktung können wir starke und lebenswerte ländliche Räume erhalten. Dafür brauchen wir aber auch viel mehr Geld für die Direktvermarktung. Ich sehe bei mir in der Gegend viele Beispiele, zum Beispiel Milchtankstellen, Eierautomaten, die von den Kunden sehr gut angenommen werden. Der Kunde, der Verbraucher, möchte ja die Milch zu einem fairen Preis kaufen, aber im Lebensmitteleinzelhandel ist das zum Teil noch nicht mal mehr möglich. Aber dafür müssen wir den Bauern auch Förderungen geben. Das darf nicht allein ihre einzige Aufgabe sein, dass sie hier auch noch das Risiko eingehen, einen Milchautomaten bauen zu müssen, ohne jegliche Förderung. Wir brauchen mehr Geld für das Bundesprogramm Ökologischer Landbau, Böllen genannt. Und meine Forderung, hier auf 20 Millionen zu erhöhen, wenn ich die Zahlen hier, die im Raum schweben, im Haushalt höre, 3 Millionen mehr, dann finde ich, ist das nicht zu viel verlangt. Denn es ist das wichtigste Ziel zur Förderung des Ausbaus des ökologischen Landbaus. Wir wollen alle eine Ausweitung der Fläche auf 20%, auch vom Herrn Minister gefordert. Momentan haben wir 6,4% der Fläche nur. Das geht am Verbrauch vorbei, denn wir haben bereits über 20% Verbrauch im ökologischen Bereich. Gründe für die Aufstockung des Programms sind vielfältig. Wir brauchen mehr Forschungsförderung, zum Beispiel Saatgutzucht und Pflanzenzucht. Das nützt auch den konventionellen Bauern, nicht nur den Ökobauern. Gut ausgeschöpft ist das Programm mit Sicherheit geworden, viel besser als zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe oder ähnliche Programme. Ein Beispiel ist das Projekt Pilotbetriebe, Netzwerk Pilotbetriebe, das nur bis 2018 laufen kann, obwohl hier wirklich viel Forschungsstruktur aufgebaut wurde. Der Vergleich zwischen konventionell und Ökolandbau, Analyse von Klimaentwicklung, Nachhaltigkeit und Tierwohl. Aber das Geld reicht nicht, also wird es eingestellt werden. Wir haben viele abgelehnte Projekte. Die Forschungsergebnisse nutzen allen, und sogar der Bauernverband hat im Dezember 60 Millionen gefordert für dieses Programm. Also ich fordere ja nur ein Drittel, also ich finde, ich bin sehr bescheiden. Und auch der nationale Aktionsplan Pflanzenschutz, der ja im BMEL
stattgefunden hat und wo eben Thesen aufgestellt wurden, der fordert eine Aufstockung dieses Programms. Denn damit können wir Forschung zu risikoarmen Methoden entwickeln zum Pflanzenschutz. Und das, glaube ich, würde allen entgegenkommen, den Landwirten und den Verbrauchern, auch den kritischen Verbrauchern. Herzlichen Dank.